Mann, Rowdy! Sie mit Anlauf, ne? Mit Anlauf? Okay, let's go. Okay. Let's go, let's go. Das war Spaß, aber wow. Ich hab immer Geburtstag. Hey, liebe Grüße von unten. Alter Mann. Hey, Javier. Oh. Oh, es springt doch auf mich drauf, ne? Heilige Scheiße. Oh, danke, das hast du meinen Fall gebremst. Mein Knie ist blutig, guck mal. Ja, du bleibst jetzt hier oben. Mein Knie, ich bin auf mein Knie gefallen. Oh, das sieht auch irgendwie, ne? Ein bisschen krumm aus. Krumm, no, es sind nicht krumm. Au! Geh doch mal weg, Danino. Was meinst du? Du bist im Weg, ha? Wo? Da! Danke. Hi, AJ. Oma! Hi, na? Was machst du denn hier? Was machst du denn hier? ich weiß nicht, ich hab den dringenden Bedürfnis, hier wegzugehen. Aha! Aber vielleicht... Lass lieber fahren. Okay. Mal gucken, wie... Oh, aha. Hey, das war völlig in Ordnung. Ich mach das auch immer so. Hoppala, das ist neu. Oh. Geht's nicht gut? Ich, ne? Okay, freut mich. Ja. Was dann? Aber vielleicht bleiben wir noch ein bisschen, ne? Okay. Okay. Lass noch bleiben. Okay. Oh, und sonst so. Hey, deine Haare sind echt hübsch so. Aha. Aha. Oh, Heli. Au. Oh. Oh, du. Amigo, alles gut? Mhm. Klar, ja, alles bestens. Hey, Toto. Hey, was geht's? Willst du ein bisschen Hasch kaufen? Hey! Scheiß Junkies. Warum machst du sowas? Keine Ahnung, irgendwas stimmt nicht mit dem. Ihr linkes Licht ist kaputt. Ihr linkes Bein auch! Nein! Vato! Was? Das kann er doch nicht machen! Du kannst ihn doch nicht überfahren! Das hab ich doch nicht! Ja, hab ich! Ja! Au! Verdammte Mimose! Aua! Au! Eieiei! Wow, ist ja gemein. Jetzt ist mein linken Scheinwerfer wirklich kaputt. Entschuldigung. Entschuldige dich bei Katie. Gemein. Entschuldigung. Ich kann mein Knie nicht mehr richtig durchdrücken wegen Vato. Und deswegen kannst du nicht lenken? Die. Einer? Wie in 10 Minuten? Beweg deinen Arsch nach Hause. In 10 Minuten, ha? No, jetzt. Ich kann. Soll ich laufen? Das dauert mindestens vor 10 Minuten. Naja, wie kommt man denn auf die Idee, jetzt zu Benny's zu fahren? Kannst du mir das verraten? Keine Ahnung. Na ja. Ich bin gleich zu Hause, ha? Ah, ja, sieh. Bis später, Schatzi.
Oh mein Gott. Ich hab's auch gerade gedacht. Was? Oh. Das ist... Oh, was? Hm? Das ist deine Frau. No. Ja, ich hab keine Frau. Ja, wer war das? Dein Freund oder was? Hast du einen Mann? Nein, no, ich hab auch keinen Mann. Ich hab nur Bekannte. Achso, Freundschaftsfluss, ja, gar kein Stress. Das wollte ich auch sagen. Hey, das ist nichts Verwerfliches. Warte, hast du gestern Abend schön meine gekuschelt? Presse. Immer noch nicht? Nee, er hat den Scherle mit mir gemacht. Ich dachte, da wäre nichts passiert, ne? Jetzt auf einmal heißt es, ihr habt die Schere gemacht. Ja, so eine Schere. Ohne bewegen. Kannst du auch nicht. Ohne bewegen. Für die Familie. Warte, muss bei Laune gehalten werden. Ganz genau. Ja, haltet mich allen bei Laune. No. Yo, Jimmy, dann muss ich dich verprügeln. Ich bin da auch raus. Zu viel bei dir. Ja, ich bin generell. Wir sind entschuldigt. Ja. Also, perfekt. No, seid ihr nicht. Aber wir müssen auch mal irgendwie eine Lady klar machen für Wato. Yeah. Ja. Es seid ehrlich. So ich brauche kein Lady, wenn habe ich dich. Nein. Mal gucken, wie macht das jetzt? Dankeschön. Okay, wo bin ich da reingeraten? Ne? In mich. Oh Gott. Nein, raus da. Fuck dich. Mann, was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Hey, warte. Hä? Hast du mich? Oh, bop. Au. Kuckuck. Kommen wir ein Gruppenfoto machen? Aber wer macht das? Ein Selfie sind wir zu viel. Vielleicht, wir können vielleicht einen von den Vagos fragen, ob die ein Foto machen. Immer rote Fragen. Uppala. Und zwar, wir haben jetzt bei Pferderennbahn zwei Verdächtige gestellt von Kolumbianern, maskiert, wahrscheinlich bewaffnet. Ey, ich bin kein Kolumbianer. Wer sind diese Kolumbianer denn? Ist mir scheißegal, was Abholung. ihr seid Wichser von hier. Selber! Ich mach... Das ist so, wie ihr schön, ne? Genau eine Streife vorbeikommt. Ich mach das, wenn du so aufgeregt bist, ne? Ja, irgendwo jemanden nachplappern. Das ist alles, was ihr könnt. Hey, nichts könnt. Nichts. Also, wir können nichts, wir können nur nachplappern. Warte. Die haben zuerst auf uns geschossen, ne? Ich war nur joggen, aber okay. Ja, okay. Ja, die haben mich nicht auf dem Gelände gesehen. Die Sache einfach, du bist ein Pferd. Hast du ihn? Ich bin ein Pferd, genau. Und Christoph ist mein Reiter. Sehe, wir waren joggen gewesen auf dem Ding mit Masken, ja. Klär das mal jemand. Was? Ich habe Angst, dass ich Fliegen ins Gesicht bekomme. Jetzt heißt es Abschied nehmen. So, gleiches Spiel. Bis später. Hm? Ist mir egal. Ich werde Ihnen jetzt einmal die Fesseln lösen. Sie nehmen dann bitte die Hände hoch. Herr Vitoli Colesi. Vitoli? Vito? Vito Colesi. Mein Gott, diese ganzen Namen. Herr Colesi, sagen Sie mal, wir kennen uns doch schon. Ja klar, Sie sind doch der Herr mit der Tankrechnung oder was? Oh, das ist unmöglich. Wo mein Officer-Kollege da einfach... Wissen Sie noch? Wo Sie gerade dabei sind? Es könnte sein, dass es mir nochmal passiert ist. Ach. Aber... Ist nicht ernst, Herr Kollege. Ich wollte das schon längst bekannt geben und das irgendwie regeln, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach kein Geld. Und das ist mir aber erst aufgefallen, als der quasi schon Geld haben wollte. Können Sie das noch schnell dazu irgendwie? Ja, Herr Colesi, das ist jetzt schnell dazu und das ist auch gerade Ihr kleinstes Problem. Das haben wir hier quasi mitverhandelt. Herr Colesi, für Sie 1600 Tagessätze. Aha. Machen Sie noch 5 drauf für den Tankrechnung. Oh! Ich habe keinen erwischt, ich schwör's. Sind wir bald da? Ja. Wann denn? Ich gebe mein Bestes. Kannst du das noch besser machen? Jetzt sei mal nicht so kleinlich.
Ich hab's ein bisschen eilig, Maya. Arsch, ja? Das stimmt, danke schon. Aber kannst du das ein bisschen schneller machen? Kannst du bitte das Bodenblech durchtreten und mitrennen? Dann geht es vielleicht einen halben... Nein! Toni schimpft mit mir! Oh. Ah, egal. Ich hab's eh nicht durchbekommen. Nicht? No. Ja, dann musst du mal, ne? Ich hab irgendwas runtergeworfen. Verdammt, Sekunde. Beine. Wie heißt du eigentlich? Ich? Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin Vato. Wer bist du? Vato. Blake. Blake! Ja. Wahnsinn, wir haben uns mal in den JVA getroffen, oder? Natürlich haben wir uns mal in der JVA getroffen, wir beide. Ja, wir hatten eine nette Zeit, oder? Ich bin der, der dich hat gehen lassen. Wie? Mhm. Warum eigentlich? Weil ich so ein netter Kerl bin und nichts getan hab? Weil du so schöne Haare hattest. Ja, willst du mal anfassen? Wuschel, 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 wuschel. Ich mag das. Vato! Entschuldigung! Ja, alles klar. Einmal anfassen, einen Freifahrtschein aus den JVA. Ja, bitte, du darfst auch einmal wuscheln. Okay. Wuschel, 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 wuschel. Die Scheiße! Was ist denn hier los? Ich hol mir Freifahrtscheine. Bei mir darfst du hin und wieder mal die Haare wuscheln. Wunderbar, ich komme darauf zurück. Wenn ich nicht im Dienst bin. Was? So wie jetzt gerade. Und im Dienst? Ja, können wir nicht machen. Wenn wir um einen Ecken gehen? Wenn wir dann in eine dunkle Ecke gehen, können wir uns gegenseitig Haare wuscheln. Wuschel, okay. Wuschel, wuschel, wuschel. Okay, jetzt genug gewuschelt hier, ne? Nicht an öffentlichen Plätzen. Entführungen sind gar nicht schlimm. Du bleibst in meinem Auto drin. Schlaf, Mann, du schlaf. Okay.